Sonntag, 25. Oktober 2015. Bereits 15 Uhr startet die Begegnung SC Magdeburg gegen den Männerturnverein Melsungen. Vorab stehen zwei Macher bei Stefan Michmer am Mikrofon, die in jungen Jahren auch oft gegeneinander gespielt haben. Der Manager der MT Melsungen, Axel Gerken, und unser Steffen Stiebler. Für uns ist es bisher ganz gut gelaufen. Aber dennoch ist das natürlich hier ein sehr schweres Spiel für uns und deswegen sind wir auf jeden Fall sehr konzentriert. Ich kann mich allerdings auch noch an ein Spiel erinnern, als ich schon Geschäftsführer der MT war. Da haben wir auch schon mal ganz knapp, glaube ich, gewonnen mit 10 Toren. Das war aber eine Ausnahme. Dein Tipp für das Spiel, was für ein Gefühl hast du? Ja, wird natürlich sehr, sehr schwer. Melsungen ist, glaube ich, auch so mit die Mannschaft der Stunde. Hat bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat über Jahre schon einen sehr, sehr guten Kader und wie schon gesagt, glaube ich, sind sie sehr, sehr eingespielt. Wir müssen halt unsere Tugenden wieder dagegen setzen und dann, denke ich mal, haben wir auch gute Möglichkeiten. Wie sieht's denn heute so aus? Und ein Interview auf Augenhöhe gab es auch. Einschätzung aus deiner Sicht? Wird eine enge Kiste auf jeden Fall. Also die MT Melsungen steht nicht umsonst da, wo sie steht in der Tabelle, Rang 3 aktuell. Insofern, glaube ich, müssen sich die Magdeburger schon ein bisschen strecken, um hier heute auch als Sieger vom Parkett zu gehen. Wird nicht einfach. Auf geht's also. Melsungen im ersten Angriff, auch gleich mit dem ersten Tor. Michael Müller ist es, der in der dritten Spielminute ebenfalls das 1:3 erzielt. Es ist wieder einmal Dario Quenstedt, der am Tor des SCM Ärgeres verhindert. In der siebten Spielminute dann Robert Weber, der losmarschiert und Ausgleich. 7 Meter für Melsungens Nummer 5, Johannes Sedin, aber Dario wird wieder zum Held. Sekunden später. Michael Damgard schickt den Ball zu Sielko Musa und 7:5, nun 2 vor für den SCM. Eine sehenswerte Aktion. Nach Fußspiel bei der MT und Ballbesitz SCM passt Jurenatek quer über die Platte auf Matthias Musche und er vollendet zum 8:6. Aber in der 18. Minute gleicht Melsungen durch Michael Müller aus 8:8. 21. Minute. Ballverlust Michael Damgard. Melsungen fackelt nicht lange und geht mit 8:9 in Führung. Daraufhin nimmt Gir Svensson die erste Magdeburger Auszeit. Das Spiel läuft nun ausgeglichen. In der letzten Minute der ersten Halbzeit heißt es 7 Meter für den SCM. Robert Weber tritt an und Robert schafft den Ausgleich, 14:14. Dennoch, den Pausenstand liefern die Gäste, Tim Schneider mit dem 14:15. Zweite Halbzeit, der SCM startet mit Problemen. 15:19 heißt es durch Johannes Selin, er kann frei agieren. 39. Minute, Angriff SCM. Robert Weber scheitert, aber Sielko Musa hat aufgepasst, 18:21. Noch in der gleichen Spielminute, Melsungen verliert den Ball und Robert Weber und Matthias Musche starten. Und Matthias kann zum 19:21 verkürzen, sein 5. Treffer im Spiel. Melsungens Trainer reagiert mit einer Auszeit. In der 42. Minute dann erfolgreich, Yannick Grehn im Magdeburger Tor. Per 7 Meter kommt der 24. Treffer der MT von Michael Allendorf. Und 24. Treffer MT Melsungen, Michael Allendorf. Yannick Grehn glänzt erneut. 7 Meter SCM, Marco Besiak tritt an und macht das 25:25. Es bleibt spannend. In der 55. Minute gibt es für den SCM die Chance, in Führung zu gehen. Und diesmal klappt es. Marco Besiak zieht ab, 26:25. Und Führung SC Magdeburg wieder von Marco. Melsungen kann das Spiel durch einen 3:0-Lauf drehen. Knapp anderthalb Minuten vor Schluss heißt es 26:28. Im Gegenzug hält der MT-Torwart, das sieht nicht gut aus. Der SCM beweist jetzt aber Moral. 40 Sekunden vor Schluss der Anschlusstreffer von Michael Damgard und Auszeit Melsungen.
Dann Stürmer voll gegen Melsungen und der SCM ist im Ballbesitz. Nun wird es dramatisch. Es gibt 7 Meter für den SCM. Melsungens Trainer Michael Roth kann es nicht fassen und bekommt prompt 2 Minuten. Robert Weber tritt an. Er macht es. Ausgleich. Quasi auf der Ziellinie rettet er ein Remis und damit einen Punkt für den SCM. Und das war der Ausgleich. Robert! Und hier die Stimmen zum Spiel. Ich muss ehrlich sagen, wie das Spiel jetzt ausgelaufen ist, dass wir also einen Punkt verloren haben. Aber dass das ein sehr gutes Spiel heute war, es war klar, das war, glaube ich, das hat jeder hier erwartet, weil Magdeburg ist eine super Mannschaft. Wir wissen alle, dass hier sehr, sehr schwer ist, Punkte zu holen. Wir sind momentan gut drauf, aber wie gesagt, das ist Handball. Man muss einfach 60 Minuten einfach voll kämpfen. Aber trotzdem, also wir haben einen Punkt verloren, aber trotzdem, es gibt kein Zeichen jetzt traurig zu sein. Wir haben jetzt noch 2 wichtige Spiele nächste Woche, dann müssen wir mit Vollkonzentration spielen. Robert, jetzt warst du doch noch irgendwo der Mr. Match für die Magdeburger. Das letzte Tor ist ja schon ein paar Mal sehr schwer gefallen, aber heute, mit welchem Gefühl geht man daran? Ja, es war mir egal, einer sollte es machen. Ich habe mich gefragt, ob die Mannschaft Vertrauen in mich hat, wenn ich den verworfen hätte. Na klar, hätten wir den Punkt hergeschenkt. Aber ich glaube, ich war es der Mannschaft schuldig. Ich habe 2 wichtige Dinge im Gegenstoß weggelassen und das wollte ich einfach so wieder gut machen heute. Es war das erwartete. Hallo Leo. Es war das erwartete Hammerspiel gegen die MT. Ja, also es war ein Wechselbad der Gefühle. Es war mal hin, mal her. Mal waren wir vorne, dann wieder hinten. Und so war es einfach. Wir wussten, es ist ein sehr kampfbetontes Spiel heute. Und ich denke, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Ja, also heute war ja. Dieses Kämpfgefühl, wir lagen unter, ganz lange in der zweiten Halbzeit, aber hat immer gekämpft und wir hatten ein bisschen Pech gehabt mit ein paar Pfostenwürfen und so, aber wir hatten immer weitergemacht und dann haben wir am Ende einen Punkt gewonnen für mich und ja, das war natürlich ein gutes Gefühl. Wie hat es sich für dich angefühlt? Du warst nun endlich in der zweiten Halbzeit dann drin, aber vorne passierte erstmal nichts. Du hast hinten tolle Sachen gehalten, aber im Gegenzug kam nichts mehr raus. Ja, wir kamen immer näher, finde ich. Wir haben trotzdem ein paar Tore gemacht, aber es war ein schwieriges Spiel, war sehr intensiv. Zwei Abwehrmannschaften hat hart gekämpft. Und ja, deswegen wird es so. Dann hat man das Gefühl, dass nichts passiert. Aber trotzdem, man kommt immer ein bisschen näher dran. Und ja, am Ende hatten wir ein bisschen Glück.